Ich hatte einen Geist, der war verletzt. Und ja, zum Abklären, was es ist und wie schlimm es ist, habe ich ihn nach Hause genommen. Dann ist er ins Transportbändli. Wir haben hier eins für kranke Tiere, weil die Alp, das Spezielle an dieser Alp ist ja, dass die nur zu Fuß erreichbar ist. So, mein Name ist Susanne Grest. Ich hause Zianatz. Ich habe dort einen Milchgeissbetrieb mit 64 Geiss. Und im Sommer dürfen die mal einen Teil davon kommen, hier auf die Alp Fahlen in Kloster. Also wir sind hier auf 1700 Meter auf der Alp Fahlen. Sie wird bestossen mit 100 Geiss. Für ungefähr 100 Tage auch im Sommer. Ja, am Morgen ist meistens ist eigentlich am 5. Tag wach auf der Alp. Und dann werden die Geiss geholt und eingestallt. Hier auf der Alp Fahlen werden sie angebunden. Jeder hat ihr Plätzchen. Guten Morgen, Mädels. Grüezi, grüezi. Guten Tag. Was ist denn mit dir? Hoi. Hoi. Grüezi, grüezi. Und dann wird gemolken. Und sie melken das Zweite da, der Sen und die Hirtin melken miteinander. Und nach dem Melken werden die Geiss dann alle ausgeladen. Die Hirtin läuft mit ihnen auf die Weide. Sie bringt sie woher. Und dort weiden dann die Geiss. Und dann geht die Hirtin wieder zurück und es gibt ja, den Stall zu putzen. Der Sen macht den Käse, tut Käse. Ja, der Tagesablauf ist auch mit der ganzen Käsepflege. Am Nachmittag muss der Käsekeller gemacht werden. Und dann gegen Abend werden die Geiss wieder geholt. Oder zuerst muss man sie natürlich suchen. Und weil es halt so ein riesiges Gebiet ist, ist da sehr viel Laufen involviert. Nach dem Melken werden die Geiss nochmals ausgeladen zum Fressen in ein Nachtzündchen. Also bei uns auf der Alp Fahlen kann man auch Geissenpatenschaften lösen. Die Kopfpatenschaften. Da kann man einen Geiss auswählen von der Alp. Und man kommt auch ein Stückchen Geisskäse über und man darf den Geiss besuchen auf der Alp. Und das ist eigentlich, ja, das macht vielen Leuten noch sehr viel Freude. Und der Geiss auch sowieso, weil die haben Freude, wenn es was läuft und ja, wenn es wer kommt, kannst du streicheln natürlich.